jetzt. Peinliche Eltern, nervige Geschwister, eben eine ganz normale Familie. Live Bites, gleich bei Kabel 1. Okay, Molly, du kannst mir die Tasche jetzt geben. Warte, wir sind noch nicht ganz da. Du solltest dich vor dem Spiel nicht überanstrengen. Okay, jetzt sind wir da. Dankeschön. Aber gerne. Bist du durstig? Molly, ich habe mir noch nicht mal meine Fußballschuhe angezogen. Ich bin nicht durstig. Heißt das, dass du eher hungrig bist? Nein, das heißt, dass ich mir gerade 35 Kilo Würstchen reingestopft habe und jetzt total pappsatt bin. Dann möchtest du dann bestimmt einen Nachtisch. Mann, Molly, es war doch nur ein Scherz. Das ist unser wichtigstes Spiel heute. Ich bin total nervös. Hoffentlich mache ich mir nichts zum Obst. Du brauchst eine Entspannungsmassage. Okay, Molly, was hast du angestellt? Komm schon, das letzte Mal, als du mich so nett behandelt hast, hast du meinen WM-Ball zerschnitten. Aber Tom, was denkst du von mir? Ich möchte doch einfach nur ein wenig mehr Zeit mit meinem großen Bruder verbringen. Echt? Das ist aber süß von meiner kleinen Schwester. Okay, jetzt werde ich dir meinen Grund und Boden spielen. Und nur noch meine Fußballschuhe. Molly! Was machen deine Eltern eigentlich heute Abend? Die sind auf der Jahreshauptversammlung der anonymen Kaulquappenzüchter. Tut das weh? Das war doch nur ein Scherz. Die beiden sind im Theater. Und wir machen uns jetzt einen gemütlichen Abend mit unserer Lieblingssendung. Ich brenne auf die letzte Folge Deutschland sucht den Supersänger. Ich freue mich auch schon wie eine Schneekönigin, vor allem auf deinen Bruder. Ich fühle mich so sicher mit seinem reifen und verantwortungsbewussten Mann im Haus. Sturmfrei! Sturm! Sturmfrei! Yeah! Darf ich vorstellen, reifer und verantwortungsbewusster Mann, Susa. Susa, reifer und verantwortungsbewusster Mann. Angenehm. Ich freue mich schon. Ich wette, Lisa gewinnt. Sie ist die beste Sängerin von allen. So ein Quatsch. Ich wette, Alexander gewinnt. Deine Lisa singt wie ein Hamster, dem man die Krawatte zu fest umgebunden hat. Aber jetzt lass die Spiele beginnen. Schalt an, es geht gleich los. Mama und Papa haben die Kindersicherung eingestellt. Ich kann nicht umschalten. Heißt das, wir müssen uns jetzt den ganzen Abend den Unterschied zwischen einem afrikanischen und einem indischen Elefanten erklären lassen? Meint ihr, der indische Elefant wird nominiert? Und wie läuft's mit Tom? Schwer zu sagen. Bis jetzt hat er mich verschickt, noch nicht umarmt. Aber der Film läuft ja auch noch eine Stunde. Keine Sorge, das Ende von dem Film soll mega gruselig sein. Spätestens da nimmt er deine Hand. Ich glaube, ich frage ihn mal, ob wir danach gemeinsam was unternehmen wollen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gib alles, Susa. Tom? Mist vergessen. Ich wollte fragen, ob du vielleicht... Mach nichts, Tom! Ich glaube, er mag mich. Er hat mir sein Getränk angeboten. Es geht dieses Gerücht um, dass jemand eine 5 in Mathe geschrieben hat. Weißt du, wer das sein könnte? Irgendwas mit N. Nicole? Echt? Nicole hat eine 5 in Mathe? Nicole ist letztes Jahr durchgefallen. Die mit der 5 in Mathe, das bist du. Mal sehen, was Papa dazu sagen wird. Oh, du hast ihm noch nicht einfach erzählt. Noch nicht. Vielleicht erzähle ich es ihm auch gar nicht. Kommt ganz drauf an, welchen Gefallen du mir unbedingt tun möchtest. Du wirst mich erpressen, Bruder Herz. Niedlich. Ich verhandle nicht mit Brüdern. Papa! Okay. Ich mach alles, was du willst. Was gibt's denn? Ich bin am Telefon. Ich räume dein Zimmer auf. Einen Monat lang. Papa! Moment! Also gut. Ich organisiere dir ein Date mit Angela für heute Abend. Date? Angela, heute Abend. Gebombt. Was gibt's denn so Wichtiges? Ach, hat sich erledigt. Was soll das heißen, hat sich erledigt? Ich habe gerade wegen dir am Telefon einen wichtigen Kunden abgewürgt. Das Einzige, was sich erledigt hat, ist deine Abendplanung. Du hast heute Abend Hausarrest. Hm.
Bereit, Supertorwart? Für das Spiel deines Lebens? Fußballspiel? Ich dachte, wir warten hier auf den Bus. Tun wir das? Mann, Finn, ist doch nur ein Scherz. Ich bin alles andere als bereit. Schau dir mal meine Schuhe an. Du trägst immer noch die Schuhe, die dir Molly bunt angemalt hat? Nachdem ich mich jetzt schon zum Horst gemacht habe, kann es eh nicht mehr schlimmer werden. Aber mal ehrlich, Finn, sich die Tasche von seiner Schwester packen zu lassen, ist ja auch eine blöde Idee. Was hättest du denn gemacht? Darf ich deine Tasche packen? Komm schon, bitte, lass mich deine Tasche packen. Tom, meine Tasche ist schon gepackt. Mann, Finn, ich habe nur Molly nachgemacht. Aber das war jetzt das letzte Mal. Niemand auf der Welt legt Tom den Fußballfuchs zweimal hintereinander rein. Komm, lass uns das Fußballspiel unseres Lebens führen. Und jetzt geben sie wieder Gas. Goofy und Max. Gleich bei Kabel 1. Yeah.